Also ich bin echt hier geflasht von dem Ganzen. Sieht so geil aus. Reliktkonsole. Sieht echt aus wie Bäume da hinten, ne? Das wäre geschafft. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Es ist immer noch ein ziemlich tiefer Sturz. Okay. Das hatten wir schon. Das haben wir noch nicht. Liegt nahe, dass das andere Reliktsystem auf eine Art und Weise aktiv überbrücken kann, die für uns noch nicht emulierbar ist. Es bietet signifikantes. Und natürlich meldet sich mein Kater hier wieder. Schätzelein. Moment, ich renne. Ja, der sieht natürlich, dass ich jetzt hier am PC sitze und denkt so, ich könnte ja mal mit auf den Schreibtisch gehen und mich da niederlassen. So. Mal gucken, ob er es jetzt schafft und von allein hier hochgeht. So. Okay. Vetra, ob ich da jetzt rüber springen kann. Puh. Oh, sieht das geil aus. Puff. Hat funktioniert. Moment mal. Was? Pflanzen. Hier ja, Pflanzen. Sie sehen sie auch? Ich dachte schon, dieser ganze Gravitationskram hätte mir die Augen ruiniert. Es gibt hier weder Sonnenlicht noch Wasser. Sie müssten alle tot sein. Dieser Planet ist eine Einöde. Vielleicht sind sie ja einfach abgehärtet. Die Quelle der Systemabriegelung könnte weitere Informationen liefern. Wir sind offenbar ganz in der Nähe. So, dann scannen wir mal. Unbekannte Pflanze, tallose Lebensform, Chlorophyll registriert. Darum auch ein bisschen so das Grün und das Leuchten. Wasseraufnahme unbekannt, Nährstoffaufnahme unbekannt. DNA-Analyse, entfernte Verwandtschaft mit Oberflächenpflanzen auf EOS. Vorläufige Klassifizierung Rickia relictis. Ungeachtet der Anzeichen und ihres derzeitigen gesunden Wachstums scheinen diese Pflanzen nicht für unterirdische Lebensräume geeignet zu sein. Okay, aber sie sehen irgendwie noch sehr technisch aus. Ich vermute mal, dass sie... Lichtschild, das haben wir auch schon. Okay, ich befürchte... Was ist das? Das sind auch Lichtschilder zum... Ah, das sind mehr... Das sind jetzt so ein bisschen die tiefen Wege in moderner Form, ne? Aus Dragon Age. Okay. Muss ich von hier hoch und da runter springen oder schaffe ich das auch so? Na. Nee, das habe ich von hier. Doch. So langsam habe ich den Dreh. Ja, raus. Ich auch. Was ist das? Nein! Nein! Nein, Dreck. Gut, dass das hier kein Problem ist. So. Wir kriegen Gesellschaft! Was? Wo? Oh nein! Nein! Geh weg! Deckung! Und puff! Stufe weg. Die sind aber widerspenstig, die Dinger. Naja, wenn der Schild einmal weg ist, dann geht's eigentlich. Okay, das ist noch einer, aber den kriege ich nicht weg. Zack. Noch einer. Weg mit dir. Na komm, hopp. Okay, aber wenn hier so viele Assembler sind, dann sind sie hier richtig. Ich denke mal, das ist hier richtig. Ein
bisschen wieder scannen zwischendurch mal. Hier nichts. Das haben wir schon. Da hinten geht die Leitung her, ne? Leute. Ich krieg. Komm, fall runter. So. Stufenaufstieg, dann gucken wir doch mal eben kurz, was wir noch an Fähigkeiten. Ich konnte mich ja letztes Mal echt nicht so entscheiden. Wir setzen ja erstmal auf Biotik und haben noch 4 Punkte. Und hatte, genau, offensive Biotik hatte ich zuletzt verbessert und die Barriere habe ich verbessert. Mir fehlt aber hier noch so ein drittes Element und ich weiß echt nicht, was ich nehmen soll. Singularität, der Gegner ohne Schild in die Luft hebt und ihnen Schaden zufügt. Auslöschung, erzeugt rasch wechselnde Massendefektfelder, die Gegner in der Nähe langsam Schaden zuzufügen. Betroffene Gegner erhalten einen Primer für Kombo-Detonation. Andere Kräfte, die aktiviert werden, während Auslöschung wirkt, haben ein reduziertes Auflaufetempo. Schockwelle beschädigt Gegner mit einer Reihe von Explosionen, die sich durch Wände und andere Festobjekte fortsetzt. Wäre natürlich auch nicht so schlecht. Nova kanalisiert Energie in eine Explosion mit hohem Schaden direkt um den Benutzer rum. Okay, das ist quasi, wenn du im Nahkampf irgendwo bist. Sturmangriff, das weiß ich, das macht. Gehst nach vorne und machst Boom, ziehen, Boom, Schockwelle. Wir haben ja sowas mit Werfen schon, sowas ähnliches. Nur es geht halt, Werfen geht halt nicht durch Wände durch, ne? Nova, Sturmangriff. Verändert die Masse des Benutzers, schleudert ihn auf einen Gegner zu, stellt am Ende des Sturmes einen Teil der Schildstärke wieder her. Das machen wir jetzt einfach mal. So, damit haben wir nämlich noch einen dritten jetzt. Ja. Gucken wir mal kurz bei Vetra rein. Ne, Vetra hat nichts. Liam hat... Doch, Liam hat 3 Punkte. Militärische Ausbildung. Wir können, denke ich, den Chaosangriff mal machen. Bisschen Tank fahrlässig, Schadenswiderstand, das ist gut. So, und dann hat er noch einen Punkt. Na, das geht hier nicht, das kann er noch nicht lernen. Okay. Ich glaube, Vetra hat leider noch keinen Punkt. Vetra hat Punkte. Täubungsschuss, turanischer Schmuggler, Waffenschadung, Verteidigung. Die rennt immer so vor. Ich möchte, dass die bitte noch ein bisschen mehr Schild hat. So. Wieder ein Licht. Schauen wir mal. Okay, müssen wir jetzt hier hinten rein? Müssen wir. Oh, ich ist noch ein Ball. Nein. Entschuldigung, ich drücke mal die falsche Taste. Okay, da kriegen wir auch nichts Neues durch den Scan. Schauen wir mal. Wir müssen darüber, ich sehe es schon. Und ich sehe auch schon, dass wir hier wieder was hochholen können. Das hat einen neuen Weg erschaffen. Ich denke, es ist der richtige. Moment. Wenn wir wieder zurückgehen, komm, müssten schon. Wir ihn erreichen können. Warte. Ja, haben wir alles. Gut. Beobachter, Sie kommen auf uns zu. Nein. Die Beobachter können natürlich schlecht. Ich würde ja gerne mal, ne, jetzt den Sturmangriff probieren, aber das funktioniert. Das bringt nicht so viel bei denen. Das Werfen bringt nicht so viel. Ich
allem hintereinander hier. Okay, ich könnte natürlich vorlaufen mit dem Schild. Das habe ich jetzt gar nicht mehr benutzt. Vielleicht werde ich das noch als erstes. Moment mal eben. Da kamen wir her. Wo ist denn der neue Weg denn jetzt entstanden? Ach, dahin, ne? Oh, Moment. Okay. Okay. Das heißt, wir müssen hier wieder zurück. Okay. Okay, das funktioniert. Die Hydraulik ihrer Panzerung kompensiert den Aufprall. Mhm. Ich hätte beinahe den Halt verloren. Ja, Vedra, ich hab den Halt verloren. War super. So. Den nächsten Weg wahrscheinlich frei. Jetzt habe ich das wieder weggemacht, ne? Nee. Sollst du ruhig anbleiben, alles gut. Da ist der an. Wir haben jetzt schon zwei Gravitationsschächte nach unten genommen. Mhm. Und dieser Ort reicht noch tiefer. Mhm. Ich bin gespannt, was uns ganz unten erwartet. Okay. Falls es einen ganz unten gibt, wer sagt denn, dass es nicht bis zum Kern so weitergeht? Ihr seid lustig. Okay. Also, wo führt dieser Weg hin? Würde ich auch gerne wissen. Was haben wir jetzt damit hochgeholt? Alter. Haben wir hier oben was? Nee, ne? So. So, jetzt haben wir hier was angemacht. Ich sehe das gerade nicht, wo wir... Wo bist du hochgefahren? Also hierüber können wir nicht. Und davon sind wir, glaube ich, gekommen, oder? Und die Tür können wir hier nicht öffnen. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen die Orientierung verloren. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich weiß, wo wir hin müssen. Wir müssen irgendwie... Wir müssen irgendwie da hinten hoch. Gerade noch nicht. Da müssen wir... Okay. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir die schon nicht schon hatten. Wir haben einen Weg zu... Wow! Weg mit dir. Ah, so nicht. Vedra, was machst du denn da? Okay, komm. Mann! Weg mit dir. Mann! Leben ist schön hier bei mir. Vedra, ich weiß, ich kann das nicht probieren, aber Vedra ist echt stimmt nach vorne. Gute Arbeit, okay. Leute. So. Das ist selbst mit Jetpacks zu weit. Mhm. Ich überlege gerade, ob wir hier noch irgendwie was haben zum Aufsammeln oder sonst wie. Ja, das ist mit Jetpacks tatsächlich zu weit. Oh, wieder eine Brücke. Wow, ist das cool. Ja, Liam, da hast du echt recht. Okay, da sind wir rein. Wir gucken uns natürlich noch ein bisschen hier nach oben. Ich höre da was Böses. Sagen wir es doch. Da ist ein Behälter. Sprossensaatampulle.
Okay, Univer. Den Daten zufolge ist die Luft auch ohne Helm atembar. Wie kann das sein? Ja, die haben hier sicherlich eine Reinigungsanlage drin. Beziehungsweise sie ist halt für uns atembar, ne? Der ganze Boden vibriert vor irgendwas. Wir müssen nah dran sein. Geht hier aber irgendwie noch weiter. Wow. Okay. Kein Zweifel. Das hier ist das Herz des Gesetzes. Ich würde sagen, der Baum sieht ein bisschen kaputt aus. Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Wow. Wie so ein Puls. Wie ein Puls. Wie ein Lebenspuls. Sehr geil. Sämtliche Leitungen laufen hier zusammen, Pathfinder. Sieht das geil das aus. Das muss die Abregelungskonsole sein. Ja, das gucken wir gleich mal an. Ich will mich hier noch ein bisschen umschauen. Kann man auch wieder hochspringen. Ist bestimmt wieder irgendwas Sammelbares da oben. Ich trau mich nicht. Soll ich da mal raufspringen? Was ist denn? Haben sie es nur so gebastelt? Okay, also mit den Speicherständen funktioniert es ganz gut. Ich probiere mal hier. Krasse Sache. Man kann hier auf die Pyramide springen. La 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 la. Hey, wie weit geht es denn hier? Nein! Okay, danke, liebes Spiel. Ja, das ist eigentlich ganz schön, dass man das hier... Ich bezweifle, dass wir da durchkommen. Geil. Okay. Aber das finde ich ganz gut, wenn man in solche Spalten stößt, dass man nicht gleich so total tot ist. Okay, der Held hat er. Mir läuft das wieder... ...so also komisch den Nacken runter. Mhm. Diese Technologie hat einfach nur gewartet und geschlafen. Tja, wenn Pibi jetzt hier wäre, Reliquienkonsole. Ich würde sagen, drücken wir das Knöpfchen und schauen, was passiert. Und jetzt? Was ist das, Sam? Es scheint in Beziehung zu der Abriegelung zu stehen. Mehr lässt sich ohne Untersuchung nicht sagen. Systemabriegelung deaktiviert. Gewölbe und Atmosphärenwandler sollten bald wieder funktionsfähig sein. Ryder? Die Abriegelung ist vorbei, oder? Der gesamte Ort erwacht. Die Energiewerte sind unglaublich. Phoebe, pass auf. Wirklich unglaublich. Wenn alles wieder aktiv ist, müssten wir doch... Ihr habt doch keine Ahnung, was passiert. Aus dem Gewölbe entkommen. Zurück zum Eingang, sofort! Ich hab's gesehen! Gehen Sie kein Risiko ein! Verschwinden Sie komm, einfach! Komm! Oh mein Gott, das... Wisst ihr? Weißt ihr? Ihr drückt... Vorsicht! Entlüftungsöffnung! Oh mein Gott. Ihr drückt einfach irgendwelche Knöpfchen und hofft, dass alles gut geht. Ihr habt doch keine Ahnung von dieser Technologie. Wird gemacht. Komm, lauf. Hopp. Ach du Scheiße. Ich hab mich umgesehen. Warum hab ich mich nur umgesehen? Nein, nicht ins Wasser. Ihr habt doch keine Ahnung, was das hier für Technik ist. Mein Gott, nee. Zum Glück ist der Weg so. Nicht umgucken. Immer ganz schlecht im Leben.
immer ratsam zu fliehen, Rainer. Ich weiß, Sam! Ein weiterer Gravitationsschacht! Wir wissen nicht, wohin er führt! Ihr wisst... Er führt von hier weg! Wir nehmen ihn! Ihr habt doch überhaupt keine Ahnung. Es ist immer noch aktiv! Er säubert das gesamte Gewölbe und tötet alles, was ihm im Weg steht! Ja, uns zum Beispiel! Scheiße. Das hatte irgendwie so einen Anschein, als wenn es alles Organische tötet. Die Tür zum Eingang. Wir haben es fast geschafft. Schön. Gerade wart ihr noch nicht da. Die Barriere ist weg. Schnappen Sie sich das Ding, wenn Sie wollen. Aber das wird eine knappe Nummer. Wir haben es fast geschafft. Wo sind Sie? Hallo? Bibi. Nee, Bibi, komm. Komm, schießen ist erstmal egal. Hauptsache nicht getroffen los. Werden. Los, los, los. Die Wolke, die Giftwolke. Zum Gravitationsschacht! Sie ist verschlossen. Los, brechen Sie sie auf! Konsole stellt Verbindung zur Oberfläche her. Gewölbe Neustart abgeschlossen. Was hast du gemacht? Das war ganz schön hektisch. Hektisch, du bist lustig. Was ist überhaupt passiert? Was war dieses Feld? Eine Falle, was sonst? Eine Immunreaktion? Eine letzte Säuberung vor dem Neustart? Dieser Ort steckt voller Überraschungen. Na, wie ein System, was neu gestartet wird. Und bevor es neu gestartet wird, eine Selbst... Und hat Spaß gemacht. Wir wären um ein Haar gestorben. Naja, komm. Ihr wart schon hier. Also wenn man sagt, wir wären um ein Haar gestorben, dann hättet ihr gar nicht darunter gehen dürfen. Punkt. Deswegen. Ein Wettlauf mit dem Tod. Nicht schlecht. Aber nichts gegen die Reaktivierung eines riesigen Gewölbes. Atmosphärenwandler ist online. Ich stelle die letzte Konsolenaktivität wieder her. Sam, was machst du? Ja, da sind wir. Das ist EOS. Irgendwas ist passiert. Wegen des Neustarts vielleicht? Wenn wir dieses Licht sind, könnten all diese Punkte inaktive Gewölbe auf anderen Welten sein. Möglich, aber warum gibt es ein ganzes Netzwerk? Wozu dienen sie? Puh, da können wir jetzt echt nur rüber spekulieren. Solange es uns ihre Erbauer nicht selbst erklären, können wir nur spekulieren. Wir haben Bots gesehen, lebende Pflanzen, Atmosphärenwandler. Ich habe mal Nachschub für ein Ratsteam beschafft, das die Atmosphäre eines Eisplaneten geimpft hat, um die Polarkappen zu schmelzen. Und Leben zu ermöglichen. Vielleicht sollte der erste Wandler, den wir gesehen haben, den Planeten gar nicht zerstören. War das der Plan dieser Erbauer? Welten bewohnbar zu machen, einen ganzen Cluster zu terraformen? Hey, sehen Sie mal. Naja. Das ist anders. Ist das vielleicht aktiv? Wir müssen dorthin. Sam? Extrapolation läuft. Diese Koordinaten liegen jenseits des uns bekannten Raums. Markier sie auf den Karten. Wir müssen mehr wissen. Gehen wir an die Oberfläche. Ich brauche frische Luft. Aber ihr wisst doch gar nicht, was für... Also das muss ich sagen, das sind so Punkte. Ich finde das jetzt... Das ist jetzt keine Kritik am Spiel. Aber ich denke nur und denke so... ist alles sehr waghalsig. Weil, ihr wisst doch gar nicht, wer das erbaut hat und ob der wirklich zum Beispiel Sauerstoff oder sowas zum Atmen braucht. Und sonst was. Vielleicht ist der auch... Ja, keine Ahnung. Was für ein Himmel. Was? Kein Atmosphärenwandler arbeitet so schnell. Wenn dieser Effekt charakteristisch ist, werden sich die Luft- und Feuchtigkeitswerte erheblich verbessern, Pathfinder. EOS könnte erschlossen werden. Es wird nicht leicht werden. Hallo, aber wir haben eine Chance. Wir können Fuß fassen. Mehr brauchen wir nicht. Nur einen Anfang. Weil
Diese Relikttechnologie könnte unser Überleben sichern, falls wir sie kontrollieren können. Das schaffen wir schon. Ein Handbuch könnte trotzdem nicht schaden. Stimmt, Lee. Wir haben eine Spur. Sam hat sie auf den Karten markiert. Dieser Ort ist definitiv aktiv. Wer weiß, was wir dort finden werden. Die Erbauer. Sie wollen mit uns kommen? Ich will wissen, wie die Relikte ticken. Und Sie haben den Schlüssel zu Ihrer Technologie. Oder eine Brechstange. Okay, aber du bist sehr eigensinnig. Deswegen frage ich nicht mal. Kann ich mich wirklich auf dich verlassen? Ich weiß nicht. Wir sind ein Team. Sie arbeiten gern allein. Wir müssen ja nicht alles teilen, um dieses Rätsel zu lösen. Bitte. Also gut. Dann packen Sie mal und... Datenpad, Zahnbürste, saubere Unterwäsche. Das reicht mir. Wir sehen uns später. Sie ist schwierig, aber sie versteht ihr Handwerk. Sie kann uns helfen. Also Phoebe scheint ja eine ganz lustige zu sein, ne? Und jetzt zu unserem neuen Außenposten. Sie haben bereits einen idealen Standort gefunden. Der NAV-Punkt ist vermerkt. Ich informiere die Tempest. Sieht das geil aus. Die Nexus kann es kaum noch erwarten, Ryder. Die Kolonisierungsschiffe sind unterwegs und bereit für den Einsatz. Oh. Okay, machen wir es wahr. Dann würde ich sagen... Aufklärungsposten, Protokoll initiiert. Vorgegeben Lebensfähigkeit, Kennzahl, Abweichung. Habitat 1, genannt EOS, erfüllt die Vorflugprofile der Initiative nicht. Die Prognosen gelten nicht länger, die Parameter müssen zu 94%, also wir lagen total, komplett daneben und ja. Bekannt, Habitat 1, Entdeckung, Gründerin Jean Garson zugeschrieben, Orbitaldaten an Bord, Spektrum wird bearbeitet, Geoschall wird bearbeitet, Strahlung, tödlich zum Zeitpunkt des Einsatzes. Fallout, der Geißel ist bei Kontakt extrem volatil mit gleichermaßen aggressivem Rückgang. Mehr Daten zusätzlich. Blablabla. Okay, das haben wir. Koordination mehrerer Einsätze. Klima, saisonal arid. Ja, es ist sehr trocken, das sehen wir. Die planetenweite Gleichförmigkeit des Klimas ist höchstwahrscheinlich nicht auf natürlichem Wege entstanden. Die toposphärische Elektronendichte wurde manipuliert, geologische Begrenzungsfaktoren vermutet, Geißelverstrahlung samt Folgen vermutet, künstliche Veränderungen der Atmosphäre vermutet. Ob die Gleichförmigkeit des Klimas beabsichtigt war oder eine Folge der Geißel ist, unbekannt. Es kann natürlich sein, ne? Es kann aktivieren. Na, okay. Das ist schon abgesetzt. Es kann natürlich sein, warte mal, was ist denn das? Achso, das ist das Ding da. Okay. Es kann natürlich sein, dass, wenn das wirklich Terraforming ist, was diese Erbauer hier betrieben haben, dann, kann es natürlich sein, dass das alles gleichförmig initiiert worden war. Aber wenn sie das so kontrollieren können, dann hätte ich mir jetzt erwartet, dass, Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Okay, es ist immer noch so ein bisschen. Ach so, hier drumherum ist die Strahlung weggemacht. Oh. Ja, dann ist halt natürlich die Frage, warum die sich nicht ein anderes Klima hier ausgesucht haben. Aber wir wissen null über die. Von daher war das gerade ein Himmelfahrtskommando reinzugehen. Aber ich finde, naja, der Pathfinder muss so mutig sein und muss. Deswegen war auch die Aussage, es ist eine Chance, dass wir diese Technologie gefunden haben. Er muss auch Hoffnung geben können. Als Vorbildfunktion. So, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal. Ich habe lang genug aufgenommen. Ich hoffe, ihr seid genauso fasziniert wie ich von diesem Spiel. Also ich muss sagen, inszeniert ist es echt wunderbar gerade. Also gerade da unten mir... Ja, Gänsehaut, sage ich nur. Und, ja, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, eine gute Zeit und tschüss.